Der Buchenschleimrübling oder beringte Schleimrübling, eine Vorlesung aus Wikipedia. Merkmale: Die Fruchtkörper stehen meist büschelig. Der Hut ist 2 bis 10 cm breit, anfangs gewölbt, später flacher ausgebreitet, jung blassgrau, dann eher weißlich mit leicht ockerfarbenem Anflug in der Mitte, etwas durchscheinend schleimig. Die Lamellen sind breit und entfernt stehend. Das reichlich abgegebene Sporenpulver bedeckt häufig die Umgebung der Fruchtkörper. Der 30 bis 100 mm lange und 3 bis 10 mm dicke Stiel ist oberhalb des gerieften Rings weißstreifig, unterhalb etwas schuppig. Der Buchenschleimrübling hat dünnes, weißes Fleisch. Die Sporen sind weiß und annähernd kugelig und messen 13 bis 18 mal 12 bis 15 Mikrometer. Die Huthaut besteht aus keulenförmigen, aufrechten, dick gepackten Zellen. Ökologie und Verbreitung. Der Buchenschleimrübling wächst saprobiotisch oder parasitisch auf Ästen oder Stämmen der Rotbuche, seltener an anderen Laubbäumen, sehr selten an Fichten. Er kommt vor allem im Bergland vor. Seine Fruchtkörper erscheinen in Mitteleuropa von Juli bis Oktober. Die Art ist in Europa und Asien verbreitet, besonders im Areal der Buchen in der ozeanisch beeinflussten gemäßigten Zone. Bedeutung: Der Buchenschleimrübling ist nach gründlichem Waschen messbar, gilt aber nicht als wertvoller Speisepilz. Aus seinem Myzel wurde ein Antimykotikum gewonnen, das gegen Hautpilze eingesetzt werden kann. Aufgrund seiner auffälligen Gestalt ist er unverwechselbar. Unten in der Beschreibung verlinke ich den Wikipedia-Artikel, wo ihr Quellen wie Literatur und Einzelnachweise findet.